Hohlerö, Leute, ich mache jetzt hier mal was für euch. Und zwar Spiel Raft. Manchmal braucht ein Mann in seinem Leben ein Hobby. Und dieses Hobby ist einfach nur auf dem Floß stehen und mich beschweren darüber, dass ich Hunger habe. Obwohl das lange nicht mehr vorgekommen ist. Seitdem ich hier jetzt meine Nahrungswirtschaft so ein bisschen umorganisiert habe, ist das alles besser geworden. So, machen wir Planken hier rein. Ja, so. Vielleicht kann ich irgendwann auch mal energieeffizienter braten, das weiß ich noch nicht. Wäre natürlich auch nicht zu verachten, wenn das gehen würde. Aber jetzt muss er erstmal noch nicht. So, guck mal hier. Probleme mit Hunger haben wir alle nicht mehr. Das ist so die Noob-Zeit aus Raft, wo ich mich immer beschwert habe darüber, dass ich alles nicht habe. Und dann ist mir mal eingefallen, ja, dann besorgst du dir doch halt, ne? Also ihr nicht, wie ihr das wieder denkt, sondern hol dir einfach die Sachen, die du brauchst. So, sowas zum Beispiel. Das Fass, das brauche ich. Da sind geile Sachen drin. Dankeschön. Gehört mir alles. Jawohl. Okay. Mittelfristig suchen wir jetzt eine neue Insel. Das kann ich ja mal jetzt neidlos anerkennen, wie das hier funktioniert. Denn ich will noch mehr von diesen Scharnieren haben. Ich will endlich hier einen schönen Ofen machen, wo ich dann was schmelzen kann und so. Das brauche ich. Und ich brauche größere Lagerkisten. Ich brauche sowieso alles. Ihr kennt es doch nicht anders. Ich brauche immer alles. Hier vorne die Line zieht ordentlich was weg. Der Vollständigkeit halber werde ich das hier auch mal bald fertig machen. Ja, aber momentan sehe ich jetzt noch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Noch nicht. Das ist es doch. Okay. Na. Okay, nein! Es geht nicht. Und ihr findet es bestimmt auch gut, das sehe ich auch ein, dass Raft ohne Musik ist. Ich habe das mit Absicht so gemacht. Wir haben ja noch Minecraft, wo ich gerade so noch nicht wirklich gerade neu was aufgenommen habe, aber das kommt noch. Da ist ja immer Musik im Hintergrund und das ist dann definitiv nicht so entspannt. Da kann man dann nicht unbedingt einfach mal schlafen gehen, sondern man muss dann einfach auch mal immer wieder wach werden. Man kann ihm ja nicht, eins kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, also faul ist er nicht. Faul ist er jetzt wirklich nicht. Stattdessen arbeitet er sich hier den Buckelwund. So, hier noch eine Line. Ja. Nice Stein. Okay. Netz. Wieder, komm. Ich will noch eins. Kein Problem. Das nehmen wir mal mit. Du hast ja, glaube ich, auch einen kleinen Vorteil, wenn du das hier zu mehreren spielst, ne? Dann kannst du da dich einfach organisieren und das fertig machen. Und dann hast du es hinterher alles. So, ach komm hier. Hole in one, Jungs. Das ist aber auch gut gelaufen wieder. So. Wir haben hier noch ein... Oh, guck mal hier. Diese Netze hier, ne? Habt ihr die schon mal gesehen? Die sind gut. Da packe ich mal eins direkt nach vorne. Und... Jetzt verfallt bitte nicht in einen Schreikrampf, dass ich das jetzt hier gerade alles auskleiste an der Seite. Das mache ich nicht aus Jux und Dönekes oder weil ich zu viel Langeweile habe oder so, sondern ich möchte hier einfach nicht mehr runterfallen. Ich finde das so ein bisschen unangenehm, wenn die ganze Zeit hier in meinem Boot so ein Loch ist. Dann fühlt sich das an wie so ein kleiner Albtraum, den man immer mal wieder hat. Ja. Jetzt mal rein von der Logik her, das weiß ich jetzt nicht. Könnte jetzt zum Beispiel eine Möwe mir komplett den Baum hier abpflücken? Warte mal, da hängt doch schon eine Mango dran. Ich sehe die doch. Ich kann da doch... Ich komme da mit der Nase doch gerade dran. Kann ich die schon mitnehmen oder ist die noch nicht reif? Ich glaube, die ist noch nicht reif. Kann das sein? Nee. Dann nicht. Lassen wir sie mal da liegen. Da hinten ist ein Boot. Ja. Das werden wir auch gleich ansteuern. Keine Angst. Das mache ich. Es ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, so ohne was zu machen, einfach den kompletten Ozean leer zu fischen. Einfach so fahren und dann hat man das alles. Dann gehört einem das. Zack, guck mal hier, schon das Fass, das nächste, mit Kram drin. Da hinten ist, das Leben ist einfach ein Ponyhof, ein bisschen. So, Arschlecken, jetzt, ich fahre jetzt zu dieser, zu dem Ding dahin. Leute, 3, 2, 1...
Jetzt sind wir zwar aus dem Stream raus, aber da kommen wir schnell wieder rein. Wir haben ja ein Abo. Das geht. Außerdem ist der Stream ja mittlerweile auf der Startseite. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen knifflig hier. Denn unser Paddel ist kaputt. Halte für sanftes Drehen. Ich möchte aber nicht sanft drehen. Ich will hier volle Möhre reinmeddeln. Das ist... Da, guck mal. Geht ja auch. Schwieriger geht's auch. So, kann ich das Ding eigentlich mitnehmen? Nee, Achtung! Oh, einmal RAM reicht für einen Notfall hier. Okay. Na gut. Ja gut, dann machen wir das hier wieder zu. Ein bisschen nach links und dann haben wir es doch, oder nicht? Prinzipiell haben wir den Stream ja gar nicht wirklich verlassen, oder? Oh, noch ein Sammelnetz. Und Seile brauchen wir wieder. Das ist nicht schlimm. Seile können wir uns ohne Ende machen. Was ich auch mal wieder bräuchte, wäre eine Insel. Ist das eigentlich alles prozedural generiert hier? Ich verstehe nicht, wie das System dahinter ist. Beziehungsweise, ich verstehe nicht, ist so ein bisschen blöd gesagt, weil im Endeffekt, wenn man mir das sagt, dann verstehe ich das auch. Einfaches Ding. Muss ich denn da den Mangobaum... Ach so. Ach, ich bin so blöd. So, ich muss trinken, ne? Nicht runterschmeißen. So. Flüssigkeit einfüllen. Nee. Ah, das ist... Alles immer so ein Hin und Her. Braucht frisches Wasser. Ach, deswegen wächst das nicht. Hab mich schon gewundert, wa? Wollt's denn nicht, oder was? Nee. Palme. So eine Palme gibt einem gutes Holz, meine ich. Ich meine, wir kriegen ja hier durch den Stream auch schon eine Menge Holz. Aber das reicht uns nicht. So. Okay, das lassen wir einfach mal sein hier mit den... Oh, soll ich rein? Ja, einer geht noch. Herr Doktor, ich bin süchtig nach diesen Schleppnetzen. Ich kann nichts dagegen tun. Wisst ihr noch die Zeit, als wir in die Richtung gefahren sind, wo ich meine, das Segel geht? Das ist da nicht von ungefähr. Ja, das waren gute Zeiten. Alle vorbei. So, der Stream ist schräg. Ah, nicht so geil. An sich nicht so geil. Na gut. Aber dafür machen wir ja hier die Kante fertig. Und hier haben wir ja auch eine ordentliche Fläche, die noch was ziehen kann. Müssen wir uns einfach nur ein bisschen mehr bewegen, dann geht das. Es ist einfach wieder die alte Regel. Wenn der Stream schräg ist, ist der Angler nicht glücklich. Es ist normal. Aber es ist auch schon viel wert, hier einfach rüberlaufen zu können, ohne die ganze Zeit nach unten gucken zu müssen und zu überlegen, falle ich jetzt hier ins Wasser oder ist das einfach, ist das eine, im Bereich des Möglichen hier? Ziehen wir mal das Fass rein. Ziehen wir mal die Planke rein hier. Guck mal, Planke rein. Zack. Ich müsste mir mal im Internet mal so ein paar Designs angucken. Von Leuten, die das wirklich können. Nur damit ich weiß, wie man diese Schleppnetze hier ordentlich ausrichtet. Vorfohl hat ja gesagt, ich soll da einen Pfeil machen. Im Prinzip kann man das eigentlich auch machen. Dass man so ein. Aber dann kommt der Hai und frisst das weg. Das ist so ein bisschen meine Problematik dabei. Es ist schon eine ressourcenintensive Sache. Diese Schleppnetze kosten ja auch eine Menge. Ein Glück brauchen die nicht prozedural mehr, je nachdem, wie viel man da schon hat. Das wäre natürlich jetzt richtig grausam. Wenn wir auch gar keinen Plus mehr machen hier in diesem Spiel. So, guck mal, yeah. Auch frisches Wasser. Salzwasser weg. Das hier rein. Salzwasser weg. Salzwasser weg. So. Ha, 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 ha. Yo. Bruder. Ich bin glücklich. Das ist einfach... Ich weiß nicht...
das ist für euch wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, ne? Aber allein die Tatsache hier, dieses Plitschern, wenn man hier irgendwas fängt und so, ne? Das ist ein erhebendes Gefühl, finde ich. Das ist ein erhebendes Gefühl, das macht Spaß. Okay, ich habe jetzt wieder viel dabei für etwaige Operationen. Ich mache jetzt mal ganz viele Seile und crafte mal eine Metallangel. Ja, warum denn auch nicht? Und einen Schrotthaken, ne? Ja, jetzt habe ich zwar keine Bolzen mehr zum Erforschen, allerdings ist es so, dass ich die ja sowieso dann wieder gekriegt hätte an dem Ort, wo ich die Sachen hier einsetzen möchte. Ich weiß, ist vielleicht jetzt nicht die intelligenteste Möglichkeit gewesen, wie man das hier lösen kann, aber... Aber! Ne? Argument bitte hier einfügen. Danke. So, und jetzt muss ich aufpassen, nicht den Schrotthaken zu benutzen, weil das einfach auch Menschen unglücklich macht. Vor allem euch, und das will ich ja nicht. Das ist ja nicht gut. Wenn ihr unglücklich seid, dann bin ich auch. Und wenn ich unglücklich bin, dann werden die Videos scheiße. Muss ich hier nochmal Wasser nachfüllen eigentlich? Süßwasser füllen? Nö. Trinke ich mal. Prost! Oh ja. Wenn auch einer muss, ne? Aber dann ist Schluss. Jetzt halten sie nochmal endlich ins Nabel. Da, zwei Fässer. Jawohl. Ich glaube, ich hatte ja am Anfang mal gesagt, dass es weniger Ressourcen gibt, wenn die Katze nicht mehr da ist. Ich meine, das war für uns alle ein schwieriger Tag, als sie dann einfach von dem Hai da vom Schiff runtergesnackt wurde. Allerdings haben wir uns mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen engagiert mit der neuen Situation hier ohne Katze. Da, schau mal an. Hunger und Durst ist nicht mehr. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. So. Ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir jetzt mehr Ressourcen haben hier. Also man muss schon hier seine Reusen hier so ein bisschen drin haben, damit man überhaupt hier auf den grünen Zweig kommt und hier so ein bisschen was mitnehmen kann. Und der Stream ist ja für uns auch ein Gönner. Ja, wir sind wirklich hier Schlagseite mitten rein, ne? Könnte man sich überlegen, ob man hier die Seite noch ein bisschen größer macht. Ja. Ich will wirklich alles mitnehmen. Aber das schlage ich mir mal besser aus dem Kopf. So, was haben wir denn jetzt? Ich brauche Haiköder. Ja. Und ich brauche auf jeden Fall eine neue Insel, aber die sehe ich bisher nicht. Doch, da hinten ist eine Insel und wir halten direkt auf die Insel zu. Nice Stein. So, das heißt, wir angeln jetzt eine Runde. Na, angeln. Ja. Ein roher Hering. Ja, ich brauche auf jeden Fall mindestens zwei von diesen Dingern. Zwei von den Haiködern, sonst wird das hier nichts. Obwohl ich auch sagen muss, Angeln ist ja nicht schlimm. Hier kriege ich ja jetzt eine Menge raus. Aber ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. Diese eine Insel, die wir beim letzten Mal da hatten, die war richtig gut. Da wäre auch noch viel mehr gewesen, bin ich mir sicher. Und ich habe ja noch nicht mal es geschafft, nach oben zu kommen. Weil ich dafür ein zu kleines Schiff habe. Das muss auch noch passieren. Okay, jetzt haben wir hier die Sachen. Was ist denn da los? Meine Vogelscheuche hier den Dienst aufgegeben, oder was? Das ist frech. Okay. Ja, wenn ich das war... Guck mal, die kann ich ja... Das ist ja witzig. Ich kann einfach die Angel die ganze Zeit da drin lassen. Das finde ich gerade ulkiger, als ich sollte. Und dann nehme ich einfach immer wieder was raus. So, zack. Das ist ja schon ein bisschen Exploit hier, ne? Guck mal, ich habe ja jetzt noch nicht mal mehr genug Sachen mit. Okay, nehmen wir mal die Angel weg. Bewaffnen uns wieder. Ja, ich brauche noch mal einen, diesen Anker. Wo war der? Hier? Wurfanker. Zack. Oh, oh. Jetzt kritisch.
Kampf dem Verderb. So, Wurfanker. Money, money, money. Es muss einmal scheppern, dann darf ich ankern. Alte Regel. So, pick up. Weg damit. So. Ist natürlich jetzt schade, dass ich hier nicht so gut rankomme. Obwohl, warte mal. Das ist doch hier, wie für mich gemacht, oder nicht? Guck mal hier. Ich mache hier einfach eine Leiter hin und dann haben wir das hier. So. Machen wir hier eine Leiter hin jetzt. Wer dreht die dann nochmal? Wenn du damit nicht zurande kommst, dann bist du denn des Wahnsinns. Warum kann der die Leiter... Jungs. Jungs. Jungens. Ich werd noch...